Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir gehen jetzt erstmal zu Professor Fig, denn der möchte noch ein bisschen was von uns. In der letzten Folge waren wir in Hogsmeade noch und haben da noch das eine oder andere erledigt. Und ja, mal gucken, was uns jetzt so erwartet. Ja, scheint so zu sein, dass der gute Rookwood ja ein Auge um uns geworfen hat. Aber keins von der guten Sorte. Hast du Claires Haare gesehen? So. Alter, warum musst du so weit oben sein? So, was ist los hier? So, jetzt muss ich gerade gucken. Wo lang ist? Hier. Komm mal her hier. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts, das machen wir doch. Also wenn wir welche sehen, nehmen wir sie auf jeden Fall mal mit. Wir müssten. Oh, ich habe mich jetzt gerade kurz ablenken lassen. Hier müssen wir lang. Warte mal, da unten ist ein. Dings ist ein. Feuer, das will ich kurz mal eben aktivieren. Was ist denn das? Oben oder was? Müssen wir doch hoch. Sieht das so aus? Ja, das wäre doch oben eigentlich. Genau, dann gucken wir das mal im Schnell. So, dann gehen wir da kurz zum Hoch. Da ist das Feuer, glaube ich. Genau, Professor Fix Unterrichtsraum. Flohflamm. Das wollte ich aktivieren, dass wir hier theoretisch mal hinreisen können. Also. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Das Medaillon. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt.
Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Katastrophentreiber? Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Alles klar. Das Geheimnis des Medaillons. Ja, super, das hat sich ja voll gelohnt, gerade die Mission. Aber gut, wir machen hier noch ein bisschen. Das wäre noch zu früh. Wie soll zu Professor Hackett? Sag mal hier. Aufheben. Professor Fick, es wäre meine begrenzte Stunde schon ausreichend belastet, das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe traut, die Ankunft eines 90-Jährigen in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Also wir. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmlichen an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe ihm zu übertragen. Bitte melden sich Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigelis Black, Schulleiter. Okay, das können wir nicht irgendwie zerstören. Gut, gut, dann machen wir mal rüber zu Professor Hackett. Nicht, dass der noch irgendwas. Damit wir nicht noch irgendwas verpassen hier. Warte mal, wir müssen runter, ne? Guck mal doch mal. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Warum das denn? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Oh, cool. Dann verlieren wir also jetzt Koboldsteine, oder was? Na dann, machen wir's mal. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Ach so. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Wie kann man sie denn bekommen? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde eigentlich? Keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Na gut, ich kann aber nichts versprechen. Was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Na denn. Jede Menge Koboldsteine. Also wir haben wieder einige Sachen, die wir zu tun haben. Aber wir machen natürlich erstmal
Warte mal. Das ist alles hier. Ich muss sehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Da oben, oder was? So. Da oben, warte mal. Accio. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Cool. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Warte mal. Ich guck mal gerade, ob wir die... Ja gut, wir müssen... Machen wir als erstes mal die Koboldsteine, oder was? Würde ich sagen, ja, ne? Gucken wir das mal, wo wir die haben. Müssen wir mal gucken, auf der Karte. Wir sind jetzt da. So. So, das war jetzt eigentlich nicht ganz richtig so. Jede Menge Koboldsteine. Mit Accio ist es relativ simpel zu machen. Die sind da oben irgendwo, oder? Sehe ich das richtig? Das ist da ganz oben, da oben noch irgendwas. Da ist noch irgendwas, oder? Also die draußen. Die sind nicht draußen, die sind da oben irgendwo. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. So, Wahrsagen. Gut, hören wir hier. Nee. Wo sind denn? Oh, ich bin jetzt. Da oben ist es. Ab damit. Ich glaube, der zeigt doch sowieso jetzt die Punkte an, oder? Ja, wir sind da hoch, oder? Muss ich das richtig? Da hoch und dann da rüber irgendwo. Warte mal. Da sind sie. Nächste. Ja, dann sind das jetzt erstmal die Aufgaben für die Koboldsteine. Das machen wir, wie gesagt, jetzt. Das machen wir jetzt. Und dann mache ich sowieso Feierabend für heute. Schon mit dem Gewalt dran. So, dann müssen wir hier hoch. Müssen wir da wahrscheinlich raus. Mit Sicherheit. Da müssen wir rein. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Da oben. Da kommt bestimmt nicht ran, oder? Wo könnten die sein? Ist da oben irgendwo sein, jedenfalls. Gut, dann gehen wir dann mal hoch. Geh mal weg aus dem Weg da! Die sind da ganz oben, oder was? Na. Ja, das war schon klar. Schade irgendwie, dass wir es nicht hingekriegt haben. Turm der großen Treppe, Flohflamm. Ja, ja. Und wo die jeweils alle kriegen, weiß ich noch nicht. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. So, das haben wir hier, Trophäenraum. Warte mal kurz, ist ja hier irgendwo. Was sind das? Wissen die?
Mein Schulum und Asi-Aktion da oben. So, da fehlt uns jetzt noch einer. Wir sind da rein, oder was? Warte mal. Was ist denn der? Kobold, du hast der letzte Koboldstein. Irgendwas glitzert doch hier. Da oben. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Da, dann gehen wir mal zu ihr zurück. Bringe die Dinger noch. Und dann haben wir's für heute. Was haben Sie jetzt vor? Da müssen wir runter. Na komm, geh runter. Ja, diese Grätsel, die muss man sich noch mal durch, muss ich mal irgendwie durch, aber ich blick da überhaupt noch gar nicht durch, was da genau zu tun ist. Nur kurz, hier runter müssen wir. So, hier. Ja, das sind wieder diese Nebenquests, die man machen kann, wofür man wieder irgendwelche Dinge kriegt. So, dann müssen wir hier wieder runter. Oh, das ist schon ein langer Weg, ey, muss ich sagen. Aber da sind wieder Orte dabei, die man so, oder beziehungsweise Stellen dabei, die man so zum Beispiel aus den Filmen halt nicht kennt, ne? So, wo haben wir so die gute Zenobia? Die muss hier unten, da steht sie, da vorne irgendwo. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Ja, ich hab sie alle. Zenobia, ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nö. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Ich glaube nicht. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Jo. Und damit haben wir jede Menge Koboldsteine abgeschlossen. Nebenquests und Beziehungsaufgaben abgeschließen. 1 von 3. Gut. Warte mal, ich guck gerade, was wir noch da machen müssen. Ist da irgendwie eine Vorgabe?
Feuermachtzauber lernen, um mit dieser Geschichte fortzufahren. Okay. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wie kriege ich den jetzt hin? Große Halle, große Treppe. Ich würde ja gern Feuermachtzauber. So, Auftritt. Gut. Incendio. Das ist der hier. Den müssen wir als nächstes machen, die Aufgabe. Melde dich bei Professor Hecker, das brauchen wir jetzt nicht machen. Wir werden uns in der nächsten Folge Incendio widmen und den erlernen, damit wir dann mit Professor Hecker sprechen können und die Aufgabe angehen können. Naja, wir sehen uns wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier morgen um 16 Uhr. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.